Ein junger Mann kommt noch in die Arbeit steht und er fragt nur Arbeit. Der Angestellte bei der Arbeit, der sieht dort, er ist stark, und er sieht einen guten Arbeiter und er nimmt ihn an. Der erste Tag, wo das junge Mann Bäume aufhaken hat, hat er einen Teil Bäume aufgehakt. Der zweite Tag, wo er Bäume aufhaken hat, hat er lang nicht so viel. Und der dritte Tag, dann hat er sehr wenig Bäume aufgehakt. Und der Angestellte kommt dahin und er fragt, was passiert? Warum die erste Tag ein Teil weniger und von der und noch viel weniger? Wann ist das letzte Mal, wo du deine Axt geschwappt hast? Und das junge Mann sagt, ich habe meine Axt noch nicht einmal geschwappt. Dort ist der Fehler. Dort ist das Problem, sagt der Angestellte. Deine Axt macht geschwappt. Du strengst die Säue an, die das eine gute Arbeit, aber deine Axt ist nicht schwapp und das hält wenig, was du das. Das Seltsche passiert vielmals in unserem Leben. Wir tun sehr viel Arbeit, strengen uns an, halten hier, halten da, halten meine Schwäche. Tun unsere Arbeit gut, was wir will haben. Tun unsere Arbeit gut, man an sich hängen. Wir strengen uns sehr an, aber haben wenig Erfolg. Warum? So viel Mal sind wir so bekämmert, mit all unserer Arbeit zu tun, dass wir für jeden unsere eigene Schwäche, unser jährliches Leben. Wir nehmen nicht Zeit zum Bibellesen, wir nehmen nicht Zeit zum Beten, wir nehmen nicht Zeit zum mit Gott in Gemeinschaft sein. Und unser jährliches Leben wird schwach, das wird stumpf. Und wir strengen uns sehr an. Wir proben viel Gute zu tun und viele Menschen zu helfen. Aber das fällt sich überhaupt nicht. Wir nehmen das jährliche Leben als stumpf. Wir nehmen uns nicht Zeit für uns und Gott. So sei nicht Zeit nehmen, um der Axt zu schwappen. 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 2, sagt Gott, wenn ihr mit mir sein, wollt ihr mit Jens sein. Wenn jemand war nur drin, dann wollt ihr mich fingen lassen. Aber wenn ihr von mir weich bleiben, wollt ihr von Jens weich bleiben. Liebe Freunde, wer wird Zeit nehmen, um unsere Axt zu schwappen, unser jährliches Leben zu schwappen, dass wir hier in der Welt, wo so viel Arbeit fehlt, zu tun, in Unterschied merken, dass das Wort hilft und die Anstrengung, die wir tun, dass das ab ihrem Wort hilft und dass das nicht Anstrengung ist, was bloß Verdammheit ist, dass wir sehr schaffen und nicht erreichen. Möcht Gott uns halten. Und möchten wir uns porten, dass wir uns jährliches Leben in Ordnung haben, Zeit nehmen zum für Gott, zum am Anbeten, zum am Loben und Präsen, und uns jährliches Leben kann scharf sein, dass es eine gute Arbeit tun. Und dort, was wir in dieser Welt tun, dass es nicht bis nur eine Anstrengung ist, verdammt hat, dass es eine Sache ist, wo ein Unterschied merkt, was Gott tut. Gottes Segen.